ganz, ganz smart. Und wenn Sie da näher hingehen, machen Sie ein Foto von diesen Fässern. Das sind unsere Stände und die haben ein Smiley. Und wenn viel läuft, dann kriegt es einen richtig schönen Smiley. Und wenn da wenig läuft, dann hört dann der Smiley auf. Und hier kriegen wir eigentlich alles angezeigt, was wir brauchen. Und auch eine ganz tolle Geschichte ist, seit 2 Jahren haben wir das auch auf dem Oktoberfest. Wir haben eine Anbindung an Internet of Things. Wir schicken alle Daten in eine Cloud und kriegen dann über die Cloud verrechnete Daten zurück. Und können die auf unterschiedlichen Tablets angucken, also Arena One kann da reinschauen, Paulaner kann reinschauen, aber auch andere, die berechnet sind. Hier geht jetzt also das Bier. Bier, Bier. Das ist jetzt ein Bier. Hier geht das Bier in den Schlauch über und das war's dann, oder? Ah, da fällt es auch wieder raus. Weil die Ringleitung muss er durchgehen. Hier sind die einzelnen Durchflusszähler. Hier wird die Menge ermittelt und wird dann über unsere Steuerung an die Cloud gemeldet und dann dort verrechnet. Ohne Cloud geht nichts mehr. Das heißt jetzt, Apple weiß, wie viel Bier in der Schutz kommt, oder? Ja. Siemens weiß es, ja. Und wir wissen es. Ja. Und hier sieht man jetzt die Leitung 4. Die Schenke 4 ist offen, da ist das Bier. Bei den anderen steht es noch das Wasser. Das wäre früher viel, viel schwieriger gewesen. Fässer rein, Fässer raus. Wir haben Container gehabt mit 5000 Litern. Die sind teilweise in der Sonneneinstrahlung gewesen. Die kalt zu bekommen und ein kaltes Bier zu servieren, fast unmöglich. Jetzt geht das quasi per Knopfdruck, dank einer Top-Ringleitung. Ja, und da sind wir sehr, sehr glücklich. Wir freuen uns sehr, dass wir eiskaltes Bier auch am Samstag beim Herrn Cavalier ausschenken dürfen. Bitte, ich möchte, aber bin schon gespannt auf ein paar Details, bevor genau. Wir die uns dann selber anschauen. Herr Debel. Vielen Dank. Auch von meiner Seite möchte ich Sie recht herzlich begrüßen. Die Vorredner haben schon sehr viel Stoff weggenommen, was ich erzählen wollte, aber das ist gut so. Jetzt kann ich mich sehr auf den technischen Part konzentrieren. Die Ringleitung hier im Olympiastadion einzigartig in Europa, wenn nicht vielleicht sogar auf der Welt. Die Paten dazu sind nicht weit weg, das sind die Bierringleitungen im Olympiastadion, die sich wirklich sehr, sehr gut bewährt haben. In diesem Jahr haben wir zum 10. Mal die Wiesn. Ja, auf der Wiesn. So, ja. Auf der Wiesn haben wir zum 10. Mal das Winzerer Zelt, das wir versorgen. 9-mal Bräurosel und 8-mal Hacker. Also es ist sehr viel Erfahrung da. Zu Beginn natürlich war es uns noch nicht ganz klar, was wir hier machen sollen. Es gab etliche Optionen. Nochmal mit dezentralen Tanklegern, natürlich gekühlt oder Tankleger kombiniert mit Fass. Es war halt alles kompliziert für uns. Und Gott sei Dank, und da bin ich ganz froh drum, die Eva Merke hat mir sehr viel Datenmaterial beigestellt. Wir haben sehr offen kommuniziert und das hat es dann auch leicht gemacht, hier die Planung zu machen und auch die Auslegung von der Anlage. Es ist ja nicht so einfach, dass wir jetzt praktisch diesen Ring, der fängt da vorne an und hört etwa da drüben auf, dass da jetzt 37 Zapfhähne entnehmen können, wo sie wollen. Aber das war das Prinzip der Schliersee oder der Biersee, so groß wie der Schliersee. Ich kann, egal wo, kann ich entnehmen und die anderen merken das nicht. Und genau das haben wir hier realisiert. Wir haben also eine Leitung 400 Meter lang, beginnend unter der Haupttribüne bei unserem Tanklager. Von da aus fahren wir in einen Verteilschrank hinein, wo wir auch dann die Leitung automatisch reinigen können am Ende einer Veranstaltung. Und von da aus fließt das Bier dann durch den Ring einmal darüber und dann wird es gewendet und mit der zweiten Leitung wieder zurück. Wir können also von zwei Seiten da einspeisen. Wenn also die eine Seite mehr abnimmt, sagen wir mal die Gegenseite, da läuft das Bier lieber darüber und die kriegen dann zwar genug, aber die merken es gar nicht, dass das Bier darüber fließt. Das ist der große Vorteil von dem Ringsystem.
Die Leistungsdaten sind jetzt 5000 Liter plus in der Stunde. Das sind also 10.000 Becher, Halbliter Becher Bier bei 2 Grad Celsius. Wir kommen von der Brauerei mit 0 Grad angefahren und haben dann die Fahrzeuge bzw. die Kühlwechselbrücken unter der Haupttribüne stehen. Dort nimmt es maximal nochmal einen Grad auf und dann auch nochmal hier über die Ringleitung. Da haben wir eine Temperaturzunahme von etwa 1 Grad Celsius in 10 Stunden, also nahezu nichts. Ja. Und wir kühlen auch nicht mehr die Leitung, sondern fahren von oben mit dem kalten Bier runter und direkt zu den Zapfhähnen hin. Hier ist aus Sicherheitsgründen haben wir noch Durchlaufkühler mit einer Kälteanlage drin, die wir wahrscheinlich zukünftig nicht brauchen werden. Unser Ziel ist auch ökologisch so wenig wie möglich Strom verbrauchen, weil wir ja das Bier eiskalt herbringen, dann brauche ich es hier nicht nochmal kälter machen, als es schon ist. Ja. Und das ist aber so ein Versuch, den starten wir jetzt mal am Samstag mit einer normalen Zapftheke noch dazu, ohne Durchlaufkühler und gucken mal, was für das System noch am besten ist. Es muss ja auch so einfach als möglich sein, denn die Leute, die da zapfen, sind ja nicht solche Zapfprofis, wie wir sie auf dem Oktoberfest gewohnt sind. Das sind wirklich Leute, die nur zapfen ihr Leben lang schon. Und deshalb müssen diese Anlagen einfach zu bedienen sein. Und